Okay, da bin ich wieder. Und ich habe ein bisschen nachgebessert. Da haben ein bisschen Items gefehlt. Ich habe den Eisstab vergessen und den Sack haben wir ja gefunden. Ich kann beides gleichzeitig übrigens, den Sack und den Mushroom. Naja, solange ich den Mushroom noch nicht eingetauscht habe. Das ist jetzt alles möglich. Also, gab es hier nicht irgendwie was zu finden? Nö. Okay. Ja, in der Stadt ist nichts mehr zu holen, aber. Wir können einmal diese Truhe mitnehmen. Haben wir überhaupt einen Spiegel? Ah, okay. Aber ich kann über Start und beenden. Kann ich quasi an den. Ach, hier komme ich ja gar nicht ran. Ach, Scheiße. Komme ich nicht irgendwie anders rum hier? Hier unten rum oder so? Ah, ich wollte das hier noch machen, aber das geht ja auch nicht. Ich kenne einiges an Truhen noch, was man jetzt machen kann. Also theoretisch machen können sollte. Aber. Die geben nur Tipps, ne? Im normalen Spiel. Ah ja, okay. Ich glaube, es ist auch der originale Tipp, nur halt anders umschrieben. Und hier zum Beispiel komme ich nur ran, wenn ich auch die harten, die Botten habe. Wer ist das Dingens? Ah ja, du weißt schon, was ich meine. Lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Und hier komme ich auch nur mit den dicken. Oh, echt? Nee. Komme ich oben nicht weiter? Doch. Da hinten kann man runterhüpfen. So. Aber hier gab es, glaube ich, nichts zu holen, oder? Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Peek machen. Nee, was gucke ich denn gerade hier? Nein, hier ist nichts zu holen. Kann man, glaube ich, nur Geld gewinnen. Hier ist das Schaufelspiel. Das wurde auch entschärft, weil normalerweise kann man hier ein Herzteil finden und das ist zufällig gewesen. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Man findet auf jeden Fall was, wenn man genug schaufelt. 3, 4, 5, 6, oh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja, okay, habe ich einmal verzählt. Okay. Gleich dran denken. Alles klar. Wow, okay. Meine Fresse. Okay. Ja, also man muss 25 Dinger schaffen. Normalerweise fällt das Leuten, die das vernünftig spielen können, auch leicht. Mir nicht. Weil ich doof bin. Okay. Gut, auf jeden Fall habe ich ja das Item auch schon mal gefunden. Ein paar mehr Super Missiles sind ja nie verkehrt. Okay, und dann können wir hier noch zum Stumpkit. Also zu dem Stumpen hier oben. Der ist nämlich jetzt hoffentlich schon da, oder ich zum anderen noch nicht gelaufen bin, aber ich glaube, der erscheint trotzdem hier. Ja, und der schenkt mir einfach ein Item. Die Lampe, das ist schon mal super geil. Da können wir nämlich auf den Berg. Das ist super. Das ist richtig super. Das eröffnet wieder ganz viele neue Möglichkeiten. Da können wir auf den Berg und wir können nochmal durch die Sewers durchlaufen. Das ist einwandfrei jetzt gerade. Wenn ich mal eigentlich meine Übertragung sehen, damit ich weiß, ob alles läuft. Mir gibt das immer ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, Aufnahme läuft, alles ist schön, alles ist gut. Dein Stimmchen wird gehört. Pisch dich. So. Uah. Nee, das Ding ist ja, ich habe ja keinen Spiegel. Und deswegen komme ich ja eigentlich. Mann, dreh dich doch mal in die richtige Richtung, du Spastenbär, ey. So. Ende. Ich habe ja eigentlich keinen Spiegel, deswegen hier wäre zum Beispiel eine Höhle, die man besuchen könnte, wo auch noch eine Truhe drin ist. Aber. Ach stimmt, wir kommen ja aber jetzt hier in das sogenannte Halbcave, oder? Das heißt so, weil es bei irgendeinem. Soweit ich das verstanden habe, also es gibt hier auch Namen für die ganzen Orte und ich muss mich ja damit beschäftigen, dass ich alle Orte finde. Das heißt so, dass, weil es. Ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber. Weil irgendwo in einem Stream oder sowas sind da extrem viele gute Sachen erschienen, genau in diesem Cave. Der informative Igel. Eine Kurzrecherche hat ergeben, dass der Name Hype Cave für den Raum, den ich gleich betreten werde, daher stammt, dass in Version 26 des A Link to the Past Randomizers es sehr wahrscheinlich war, dort einen richtig großen Haufen Zeug zu finden, der was nützt.
Leider ist das nicht mehr der Fall, deswegen gibt es auch den Griff mal schauen, ob ich einen True Halbkäfer habe. Weil natürlich kann man immer noch was Gutes darin finden. Es kann aber auch ziemlich enttäuschend sein. Und zwar ist das da, wo bei uns oben die. Also wo in der Light World, nicht bei uns oben. Uns oben im Westen, im Osten. So, da die, die Ferry ist hier jetzt. Geh den Bus weg. Sind hier jetzt, glaube ich, 4 Schatztruhen und da war irgendwie mega der geile Scheiß drin. Ne? So, und dann kann man erstmal hier hinlegen und dann macht man das ganz cool. Und in dem Moment, wo es explodiert, spricht man mit ihm. Was war das? Oh, das habe ich jetzt gerade. War das der Charge Beam? Nee. Was war denn das? Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht erkannt, so richtig. Was ist das hier? Ich tippe mal jetzt das. Wenn es falsch ist, mache ich es im Post-Editing. Also ist auf jeden Fall das Richtige. Aber ich weiß gerade gar nicht, was es ist, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Was war das gerade? Was war das gerade? Ich habe nicht hingeguckt. Missiles. Okay, ich glaube, ich wenn das jetzt. Ich habe echt nicht hingeguckt. Noch mehr Super Missiles. Und nochmal Geld. Scheiße. Ich mache ganz kurz Stopp, weil das muss ich kurz nachprüfen. Okay, das sind die Bomben. Ja, das ist das Item. Das sind die Bomben. Ich kann auch bei Metroid jetzt durchaus weiterkommen. Also ich habe mir gerade sehr, sehr viele neue Wege eröffnet. Mit beiden Dingen. Ist natürlich die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Weil jetzt haben wir natürlich das Hype Cave gemacht. Deswegen, das Hype Cave ist immer sehr hypig. Also ist auf jeden Fall nicht übel. Ja, was machen wir jetzt? Genau, das haben wir fertig, das haben wir. Den Swamp Palace kann ich, nee, ich habe noch keine Dingens. Ice Palace kann ich nicht machen. Palace of Darkness, da ist es, glaube ich, gut, den Enterhaken zu haben, wenn ich mich nicht täusche. Fat Fairy kann ich nicht, Pyramide kann ich, glaube ich, auch nicht. So, ja, wobei, ich weiß nicht, da komme ich, glaube ich, sogar ran. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Jetzt ist sowieso die Frage, ob ich überhaupt überlebe halt. Also, ist halt schon sehr gefährlich hier. Man lebt gefährlich. Und vor allem von den Viechern. Die hauen ein Damage raus, das ist ohnegleichen. Wow. 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 Ich... Nee. Okay. Verdammt. Was war denn überhaupt in meinem Haus? Ach, der Bombenverkäufer, richtig? Der noch später dann die große Bombe verkauft. Ja, genau. Genau. Da müsste ich aber die beiden roten Dungeons. Achso, ich habe auch schon noch ein bisschen nachgebessert, dass auch die Dungeons jetzt richtig angezeigt werden, weil ich jetzt ja weiß, welche das sind. Das hatte ich vorher nicht gemacht, weil ich dachte, das lohnt sich jetzt noch nicht, weil ich es ja noch nicht weiß. So, von hier kann ich aber sowieso nicht ran. Ich hoffe, dass ich hier Heilung finde. Ja, wieder natürlich nicht. Oh Gott, wenn ich die blöden Boots finden würde. Aber ich will mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht heilen, bloß ich habe keinen. Ich komme halt nicht so schnell mehr in die Dark World, weil wenn ich sterbe, dann spawne ich jetzt in der in der Light World wieder, soweit ich weiß. Weil ich könnte ja nicht zurück. Wobei, könnte ich? Ich glaube, ich könnte grundsätzlich nicht zurück. Ohne Spiegel. Deswegen kann man in der Dark World nicht spawnen. Also auf normalerweise würde man ja beim Spiegel spawnen. Okay, ich laufe einfach dran vorbei. Vor allem diese mit den blauen Haaren, die sind super gefährlich. Ich weiß auch gar nicht genau, wo das war. Ich weiß nur, dass irgendwo bei der... Okay. Oh, shit. Okay. Wow, okay. Okay. Da ist auch einer. Das gibt's doch gar nicht. Will keiner mir ein bisschen Heilung droppen? Und mit dem lege ich mich gar nicht jetzt an. Ich weiß, dass der mega viel Damage macht. Egal, was du machst. Und ich meine, ich habe ja sowieso keine Hälfte mehr übrig. Werde ich mich bestimmt nicht in seine Nähe begeben. Aber ich weiß, dass man hier irgendwo in der Nähe noch... Oh Gott! Noch irgendwo... Ich glaube auch, dass man auch an einigen von denen ziehen konnte. Dann ist da was rausgekommen. Ja, ich glaube, irgendwie kann man irgendwo noch was finden. Das ist die große, ne? Das ist die große, wo man die große Bombe da vorlegen muss, wo man dann normalerweise das Schild und das Schwert kriegt. Okay, da kommen wir jetzt nicht ran. Da ist... Das weiß ich jetzt nicht so genau. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber ich will, bevor ich in die Light World gehe, das eigentlich noch ganz gern finden.
Ich treffe mal nicht. Und er kann unfassbar viel ab. Und ich habe keine Health. So, hier oben ist der Start. Hier gibt's nichts weiter. Gut. Und hier ist irgendwo an der Seite war was. Zumindest laut Karte. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ah, da ist ein Herzteil. Wenn das jetzt volles Herz wäre, wäre das nicht schlecht. Dann hätte ich nämlich endlich wieder... Nee. Wie viele fehlen mir noch? Eins. Okay. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Ich glaube, an viel mehr komme ich jetzt gerade auch nicht ran. Nee. Ich glaube, das war es jetzt erstmal auch von auf der Seite der Mauer. Das heißt, ich mache so ein Safe and Quit. Wie spät ist denn das eigentlich? Ach ja, es ist ja schon spät. In der Welt des Igels. Naja, so spät ist es jetzt nicht. Es ist nur hell, wie ihr seht. Also nochmal, das letzte Mal habe ich mega im Dunkeln aufgenommen. Ja, auf jeden Fall spawne ich jetzt wieder hier. Kann mich direkt heilen. Oh. So. Und habe jetzt mehrere Möglichkeiten, die ich noch angehen kann. Da ich ja jetzt noch diesen einen Schlüssel gefunden habe. Jetzt ist es eigentlich besser gewesen, bei meinem Haus anzufangen. Ich wollte eigentlich nur die Heilung haben, aber ich werde ja sowieso geheilt. Ja, dann kann ich eigentlich auch, bevor ich das jetzt... Kann ich das ja noch gleich nochmal machen. So. Sanctuary. Ich frage mich überhaupt, was passiert, wenn man ein neues Spiel anfängt. Das funktioniert ja gar nicht. Oder fängt man dann von hinten an oder so? Ich weiß gar nicht, wie es ist, weil standardmäßig fängt man mit Super Metroid an. Ich meine, man kann mit Super Metroid eh nichts machen. Was glaube ich, der Grund ist, warum man dort anfängt, ist, weil man da unten, also die Chance zumindest, dass man was machen kann, ist extrem gering, weil du musst halt unten eines von wenigen Items finden, mit dem du am Anfang überhaupt vorankommst. Deswegen vor allem den Ball, ja. Bin ich blöde? Bin ich völlig verblödet? Ich wollte bei links Haus anfangen. Und deswegen, glaube ich, fängt man auch da an, damit man einfach nur so einen Einstieg kriegt. Und, ah, man ist in Metroid und dann muss man aber auch gleich erstmal Zelda rüber, um was zu machen. Ich musste ja schon ein bisschen wechseln. Ich meine, durch den Hammer bin ich hier durch viel weiter gekommen. Das hat auf jeden Fall mega viel gebracht. So, ich mache jetzt die Sewers noch und dann mache ich Pause. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt geschnitten habe. Ich schätze mal, es sind schon zwei Folgen hier. Aber... ist auf jeden Fall wieder ein Fortschritt zu verzeichnen gewesen. Und solange ich immer schön mittracke, welche Chests ich schon gefunden habe und welche Items in Metroid, so lange sollte ich eigentlich auch weiterkommen. Ah, guck mal, jetzt merken langsam, dass das Tageslicht ein bisschen nachlässt. Ich habe jetzt mein Licht von vorne hingestellt, weil dann sieht man nicht mehr so scheiße aus. Weil es ist immer so kacke, wenn man nur das Frontlicht hat. Allerdings ist es jetzt keine Softbox oder sowas, sondern nur so ein billiger Mist. Weil dann sehe ich wenigstens ein bisschen frisch aus und nicht so alt und verbraucht, wie ich eigentlich bin. So, ich glaube, das Licht braucht man nicht zwangsweise. In einigen Räumen erscheint ja was, wenn man das Licht aufmacht, aber hier, soweit ich weiß, nicht. Allerdings will ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht riskieren. Ach, jetzt drücke ich natürlich schon wieder auf Karte. Ich möchte die hier haben. So. So. Und, so, okay, ist voll hell, aber sonst passiert nichts, okay, gut. Und ja, man braucht noch einen Schlüssel, um weiterzukommen, den habe ich allerdings. Ich glaube auch, dass ich gespeichert habe, dass ich, das ist übrigens ein Dungeon, das meiner Waffe gerecht wird. Ich finde ja, dass die Schlangen irgendwie aussehen, als wären sie Ratten, wenn sie runterschlängeln. So ein bisschen. Ich habe immer gedacht, so, hä, wieso sind das jetzt langsame Ratten dann auf einmal? Finde die Animation irgendwie komisch von vorne. Aber also ich weiß natürlich, dass es trotzdem Schlangen darstellen soll, aber schön ist es nicht. Ach so, ja, ich weiß auch, dass man die Lampe nicht braucht zwangsweise. Das heißt, es für den CSG, das heißt, es kann hier nichts geben, wofür man die braucht. Okay, Emotrigger, pop. So. Wenn es nicht stimmen sollte, dann habe ich es eben Editing korrigiert. Aber ich track's jetzt trotzdem mal mit. Wenn ich mir alles richtig mache, dann brauche ich es nicht im Editing machen. Was mir dann einen Haufen Aufwand spart, weil es nicht so ganz so einfach ist, was man jede
jeden Schritt und Tritt da dokumentieren. Und das ist aufwendig. Boah, Itofia! Meine Fresse, so. Gelten die nicht sogar über Grenzen hinweg hier? Nee. Vergessen habe ich nichts, oder? Nee. Interessanterweise gehört das irgendwie mit dem Castle Dungeon auch so ein bisschen zusammen. Also die beiden Castle und Sewer, die gehören irgendwie zusammen, weil man kriegt ja zum Beispiel auch den Schlüssel dafür in einem anderen Dungeon. Ich habe zum Beispiel den Schlüssel gefunden auch in der Kathedrale. Und den habe ich, glaube ich, auch in der Cast verwenden können. Okay. Ich weiß nicht, ob das wieder einen Gegner hat und nicht. Was kann eigentlich nicht sein, weil. Also, kein. Ah ja. Es muss einen Gegner haben. Es kann kein Licht sein, weil ich weiß, dass man auch diesen Teil hier ohne Karte machen kann. Ohne Licht machen kann. So. Ha. Okay. So. Bin ich hier noch nicht drin gewesen? Ich dachte eigentlich schon, dass ich das gemacht hätte. Aber anscheinend nicht. Das hätte ich auch schon machen können. Tatsächlich war ich hier noch nicht drin. Hype! Da sind noch mal 3 Truhen. Karte. Bomben. Herz. Nett. Aber nutzlos. Jo. Jo, gut. Geht's dann noch hoch und dann war's das auch schon. Gut, damit öffnet sich dann auch der Scheiß da oben. Und damit war's das dann auch erledigt hier. Joas! Ah, jetzt merke ich auch langsam, dass ich Hunger krieg. Dann werde ich wohl gleich ein Päuschen machen. Ein Päuschen von den Mäuschen. Rechts ist der Richtige. Ich wusste es. Aus irgendeinem Grund. Nee, ich weiß, weil der unten rechts und oben rechts richtig war. Also in dem Wasserdingens und hier ist der Richtige. Ach, die heilen mich beide. Ist egal, wenn ich anspreche. Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Okay. Fine. Fine, 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 fine. Ich habe vergessen, die Lampe anzuklicken. Außerdem kann ich gleich mal checken, wer. Achso, das gilt ja auch noch als Dungeon. Kann ich gleich mal checken, welcher Dungeon hier noch die Medaille hat. Ah ja, der. Interessant. Wo ist denn der 5. Kristall gewesen? Ich dachte, der wäre eingezeigt. Okay, also der Tower of Hera ist ein. Das ist sogar der gute. Genau, also wenn ich jetzt mal anzeige, genau. Wenn ich den jetzt bekomme, dann kann ich mir bei Sahasrara noch einen einzelnen Gegenstand abholen. Da würde man normalerweise die Boots bekommen. Muss man aber nicht. Nicht im Randomizer. So. Aber das Geile ist, dass ich schon einen Boss hier unten kaputt habe, den ich hier noch nicht mal. Während ich in der Light World noch keinen Boss tot habe. Ja, jetzt würde es sich aber zum Beispiel anbieten, in die, in den Eastern Palace zu gehen, hier rechts, wo die 4 ist, weil ich dort jetzt den Boss besiegen könnte, sogar sehr, sehr einfach. Oh, stimmt nicht, Moment. Nein, 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 du lügst. Du brauchst für diesen Boss nämlich den Bogen. Dann ist Blind tatsächlich der Boss mit den wenigsten Anforderungen, weil du brauchst eigentlich nichts, oder? Doch Bomben. Bomben hast du halt von Anfang an. Also brauchst du eigentlich nichts tatsächlich, was man sicher spielen müsste. Krasser Sheet. Ja. Krass. Allerdings, was ich mache als nächstes, überlege ich mir dann. Bis dahin erstmal Pause für mich.